Hallo zusammen, ich melde mich heute für eine neue Videoreihe. Es geht dieses Mal um Notnahrung, um wilde Notnahrung. Was kann ich essen, wenn ich im Wald bin und keine Nahrungsmittel dabei habe? Zu Beginn dieser Videoserie habe ich einen Pilz mitgebracht und ich habe heute auch einen ganz speziellen Gast bei mir, den Professor Bernd Gerken. Und wir werden uns zusammen diesen Pilz anschauen, was es für ein Pilz ist, wo wir diesen Pilz gefunden haben und was man auch mit diesem Pilz machen kann, folgt jetzt gleich in diesem Video. Viel Spaß dabei und bis gleich. Ja, grüß Gott, wir waren heute in einem Wald in Unterfranken. Ein Wald, den man eigentlich als Forst bezeichnen muss, der aber doch reichlich Stieleiche zum Beispiel enthält, sehr viel Hainbuche, vereinzelt auch Zitterpappel. Und es lagen am Ufer einiger Wege alte Eichen, die zwischen 110 und 160 Jahre alt waren. Und an einem dieser alten Eichenstämme, die da frisch gefällt waren, haben wir einen Baumpilz gefunden. Haben wir uns gedacht, wie ist das, wenn der Bürger einen solchen Baumpilz bestimmen möchte? Na, dann geht er mit seinem Computer unter dem Stichwort Holzpilze an Eiche über eine Suchmaschine und wird relativ schnell auf dieses Exemplar geführt, welches mit dem deutschen Namen Ochsenzunge belegt ist. Im Lateinischen wurde er als Fistulina hepatica bezeichnet. Und in der näheren Bezeichnung, wenn wir uns jetzt mal diesen Pilz näher ansehen, wird gesagt, dass er gewissermaßen der Fleischersatz des einfachen Mannes gewesen sei. Der Pilz selbst macht einen relativ weichen, aber auch außen etwas schlabberigen Eindruck. Und gegenüber dem Original, wir haben den Pilz vor etwa 2 Stunden eingesammelt, ist er jetzt schon deutlich nachgedunkelt, was auf einen hohen Gerbstoffanteil hinweist, wenn wir mal denken, wie sich zum Beispiel auch ein Apfel verfärbt. Ganz charakteristisch für diesen Fistulina ist, dass auf der Oberseite diese eigenartige Körnelung zu sehen ist. Diese Körnelung, die rehbraun bis rötlichbraun auf weißem oder auf elfenbeinfarbenem Grund ist. Den Pilz haben wir dann einfach aus der Stammesmitte herausgezogen. Dabei gab es also deutlich diesen fleischartigen Ausschnitt und das war die Originalfarbe, dieses Helle. Das Nachdunkeln ist an der sauerstoffexponierten Oberfläche. Im Übrigen gibt der Pilz, wie das manche Holzpilze tun, einen tropfenden Saft ab, der rötlich ist. Wenn ich den jetzt mal probiere, könnte man meinem Gesicht ansehen, dass es leicht säuerlich, gerbstoffhaltig, so ein bisschen adstringierend wirkt. Und das tut es tatsächlich. Also schauen wir uns diesen Pilz noch mal an. Das ist ein ganz typischer Purling. Die Unterseite, die schon Druck bekam, zeigt diese Farben hier, während die Unterseite im frischen Pilzzustand diese helle beige Farbe zeigt. Dann werden wir den hier mal so durchschneiden und man sieht, das geht sehr leicht. Und der Pilz öffnet sich für uns auch so wunderschön in 2 Türen. Und wenn das Fleisch so aussieht, dann würde ich sagen, den können wir ohne weiteres zubereiten. Also wir werden das auch probieren. Und wenn ich jetzt hier wieder ein Stückchen herausschneide, dann kann man sich schon vorstellen, dass der einfache Holzfäller durchaus froh war, wenn er so etwas mal bekommen konnte. Zu bestimmten Zeiten hatten die Menschen ja dann doch tatsächlich kaum Zugang zu Wildfleisch. Und dann werde ich jetzt mal ein bisschen kompliziert essen. Denn Fistulina hepatica, wird gesagt, könne man auch roh verzehren.
Ich tue das öfter und möchte nur empfehlen, dass Sie das grundsätzlich nicht tun, wenn Sie nicht wissen, was für einen Pilz Sie vor sich haben. Ich habe diesen Pilz jetzt auch nicht etwa runtergeschluckt, sondern ich habe ihn, wie wir das ja immer machen, wenn wir Pflanzen oder irgendetwas probieren, was wir draußen gefunden haben, ich habe ihn nur auf der Zunge liegen. Er ist hier. Und ich spüre diesen leicht säuerlichen Geschmack. Also es ist vielleicht wie ganz entfernt oder stark verdünnt eine Zitrone. Aber der Zustand und die Konsistenz, sehen Sie, das kommt praktisch unverändert raus, ist tatsächlich so, dass ich probieren würde, den zu essen. Hier in diesen Poren befinden sich natürlich die Sporenanlagen, die Sporulierungsanlagen. Und wenn wir wissen wollten, was der Pilz für eine Sporenfarbe hat, dann würden wir den beispielsweise jetzt irgendwo auf ein Gefäß legen, so dass dieser Teil aber in der Luft hängt und unten drunter ein Papier, welches auf der einen Seite schwarz, auf der anderen Seite weiß ist. Und dann können wir, wenn die Sporen runterfallen, auf dem schwarzen Papier natürlich die weißen Sporen sofort sehen oder auf dem weißen Papier die Sporen, wenn sie braun, rötlich oder schwarz sind. Ich würde vermuten, dass der rötliche Sporen hat, aber das ist jetzt nur eine Vermutung. Ich habe das noch nicht genau nachgelesen. Sehr interessant, was die Natur eben einfach immer so bietet. Und vielleicht noch ein besonderer Abschluss. In Deutschland gibt es keinen Urwald. Das spricht sich mittlerweile rum. Angeblich stirbt jetzt der Wald. Die Leute haben manchmal sehr viel Panik und zum Teil ist es begründet. Aber Panik oder Angst sind niemals gute Ratgeber. Wir wissen einfach oder wir müssen lernen, dass wir auch in Deutschland selbst nach 300-jähriger Forstwirtschaft erstens kein Vorbild für Urwald haben. Auch in den Nationalparken kann sich allenfalls Urwald entwickeln, tut es aber nicht, weil in der Regel auch die großen Weidetiere in Nationalparken noch nicht zugelassen sind. Also Wiesente. Bei diesem Pilz heißt es, er sei ein schwacher Naturnähezeiger. Und unser Eindruck war tatsächlich, von der Baumartenzusammensetzung kommt das möglicherweise dem dort standorttypischen Urwald nahe. Da ist auch Rotbuche dabei, unter anderem auch Eberesche und so weiter und so fort. Wir haben auch einen Maßholder gesehen, also Feldahorn zum Beispiel. Aber natürlich nicht natürlich, denn die ältesten Eichen, die vielleicht 150 bis 160 Jahre alt sind, die machen keinen Urwald. Ein Urwald beginnt bei Eiche oder Rotbuche ab 350 bis 500 Jahren. Und von Spezialisten, die sich mit Flechten auskennen, wissen wir inzwischen seit vielen Jahren, dass manche alte Bäume wie Eichen erst nach 300 Jahren überhaupt fähig werden, Urwaldflechten zu beherbergen. Was wir also hier gesehen haben, ist ein Initial. Und wenn uns die Ochsenzunge als schwacher Naturnähezeiger mitgeteilt wird, dann bedeutet das doch nur, dass wir erstens ein interessantes Essen gefunden haben und zweitens den Hinweis an die Förster geben, sie mögen doch wenigstens 10-20% des Waldes einfach mal der naturnahen Entwicklung überlassen und sich zurückhalten, jede über 150-jährige Eiche zu entfernen, obwohl sie zurzeit so gut nach Asien verkaufbar ist. Natur ist für die Menschen da, und zwar für alle. Und jeder, der Wald besitzt, steht im Dienste des Gemeinwohls. Das heißt, was wir im Wald vorfinden, gehört eigentlich allen. Und wir müssen unsere Wälder so bestellen, dass sie den Menschen, wie bei diesem Pilz, Nahrung geben, gesunde Umgebung, Sauerstoff liefern, Grundwasser und so weiter. Da wäre noch manches zu erzählen, aber wir wollten ja nur über einen Pilz sprechen. Danke. So, dann haben wir den hier liegen. Und dann machen wir doch da mal ganz zarte Scheibchen von. Man sieht, der Rand ist so ein bisschen klubberig, ja? Aber wir werden wirklich alle Teile mitnehmen und machen hier diese Scheiben. Man sieht auch bei diesem Röhrensubstrat diese leicht körnelige Schnittkante. Das ist aber auch einfach recht typisch. Wenn das Messer sehr scharf wäre, würde das körnelig nicht so ganz auffallen.
wunderbaren Scheiben. Und das kann man sich ja nochmal angucken, was das ist. Die legen wir hier rein. Wobei, man kann das Öl schon heißer machen vorher. Muss man aber nicht. Wir probieren ja einfach alles aus. Wenn der Pilz jünger ist, dann sind die Scheiben weicher. Es kann also durchaus sein, dass dieses Exemplar ein etwas zähes Fleisch des einfachen Mannes liefert. Aber so wie wir die einfachen Männer kennen, ich werde es mal noch ein bisschen weiter schneiden, wissen wir, dass die überhaupt froh waren, wenn sie sowas hatten. Und dieser ganze Pilz, der hält durchaus für eine kleine arme Leutefamilie mit 7 Kindern. Das Filet, das ist meines Erachtens erlesen. Jetzt dürfen wir hier mal die Platte etwas runternehmen. Ja, es lohnt sich noch ein wenig Öl dazu zu tun. Der Pilz gibt doch ein wenig Wasser ab und färbt hier unsere Kasserolle auch ein wenig rötlich. Das kann man hier sehr schön sehen. Erinnert so ein bisschen in der Farbe an Calamari, aber ist eben vegan. Womit ja noch nicht gesagt ist, dass vegan die zukünftige Lebenssituation sein müsste. Aber zeitweilig sehr empfehlenswert. Ja, ich glaube, das macht einen sehr guten Eindruck. Wir werden dieses Mal heute mal nicht würzen, denn wir wollen ja nicht wissen, wie unser Pfeffer schmeckt, den wir schon kennen. Wir wollen wirklich wissen, wie unsere Ochsenzunge schmeckt. Dass es unter den Pflanzen auch eine Ochsenzunge gibt, wie unter den Pilzen, ist ein ganz eigenes Thema. Und es geht uns hierbei auch darum, nachzuempfinden, wie wohl der einfache Holzfäller mit seiner Familie damals gelebt haben mag. Ja, und wir haben uns dazu entschieden, Ihnen mitzuteilen, dass dieser Film tatsächlich nur dann erscheinen wird, wenn ich anschließend nach dem Genuss dieses Pilzes noch weiter zu leben vermöchte. Danke. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schön, dass ihr dabei wart jetzt bis zum Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Lasst bitte ein Like da, abonniert diesen Kanal, abonniert den Kanal von Bernd Gerken. Ich würde mich freuen, wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es um wilde Notnahrung geht. Ich freue mich auf die nächsten Folgen. Bis bald.